Und so lernte Mario das Wechseln der Dimension. Allerdings galt es immer noch, das reine Herz zu finden. Und der Pfad von Mario wimmelte nur so von wilden Monstern. Folge mir, sagte Tippi, als sie in Richtung des Berges losflog. Das reine Herz verbarg sich irgendwo auf der anderen Seite. Kapitel 1-2. Zu Fuß ins Vorgebirge und damit also herzlich willkommen zurück zu Super Paper Mario. Es freut mich, dass es wieder weitergeht und... Tippi fängt an zu reden. Ich kann das reine Herz hinter dieser Berg spüren. Noch ist es weit entfernt. Ich glaube, dass du bald deine neue Fähigkeit einsetzen musst. Willkommen am Linienberg. Na sehr gut. Okay, wir werden mal gleich mit der Erkundung beginnen. Und wie ich schon vermutet habe, es gibt also verschiedene Teilkapitel. Und das reine Herz wird dann wohl ganz am Ende des Kapitels zu finden sein. So, oh, aufpassen. Da haben wir einige Parakopas. Auf die geben wir am besten mal acht. Hops. Und bups und dups. Sehr gut. Was für ein Double KO. Auch sehr cool. Man kann wirklich Punkte machen mit diesen tollen, piekfeinen, hups, Kopas. Immer wieder einfach stoppen und draufhauen. Stoppen und draufhauen. Das Ganze kann man, glaube ich, 10, 20 Mal machen. Irgendwann ist das Teil auch K.O. Ups. Drehzahl mal erhöhen. Alles eine Sache des Timings. So, reicht jetzt aber auch. Wir wollen es mal nicht übertreiben. So, wir werden trotzdem mal wieder in die 3D-Ansicht wechseln. Nur um mal zu sehen, was wir hier noch so haben. Ach, verdammt. Erstmal einen doofen Koopa. Ein Level-Up haben wir. Angriff um 1 gestiegen. Level Nummer 3 haben wir erreicht. Sehr gut. Sehr nice, okay. Jetzt aber können wir weiter. Ich kann mir das nicht erklären, was das jetzt ist. Irgendein Luftstrom oder was auch immer. Und das... ja, führt uns weiter. Ich kann das echt nicht beschreiben. Ich glaube, das geht wohl uns allen so. Was haben wir denn hier für einen Schalter? Sehr interessant. Ups. Wir kloppen mal drauf und was passiert? Anscheinend erscheint ein ganz neuer Berg. Und genau den Berg brauchen wir auch, um voranzukommen, oder? Ich denke mal schon. Wäre sonst ja ein bisschen witzlos. Ja, sehr gut. Hier haben wir weitere von diesen Strömungen. Und wir landen bei einer Tür. Wohin wird diese uns führen? Fragen über Fragen. Wohin wird uns dieser Bergpass führen? Dieser Linienberg? Also, ist nicht so ganz wie eine Linie aufgebaut. Ups, der nächste Koopa in den Abgrund hat wohl keinen Sinn mehr gesehen oder warum auch immer. So. Mehr haben wir hier. Moment. Ach genau, wir müssen hier in der 3D-Ansicht nach oben gelangen. Sehr gut. Haben wir auch rausbekommen. Okay. Hier haben wir wohl nur Münzen. Ja gut, Münzen über Münzen. Warum auch nicht. Aber wir müssen noch weiter nach oben. Aufpassen natürlich, wo die Koopas sind. Da drüben. Hallo du und tschüss du. Bisschen gemeint, dass sowohl die roten als auch die grünen Koopas, egal ob Parakoopas oder was auch irgendwas, gleich viel Punkte geben. Nicht so toll. Okay, was haben wir denn für rollende Klumpen hier? Rollende Wumse, an denen kommen wir so nicht vorbei. Aber aufpassen, nur in der 3D-Ansicht ist es natürlich dann gar kein Problem. Wir müssen uns aber schon recht beeilen, weil sonst wird das knapp mit unserer Lebensanzeige. So, geschafft. Alles wohlgetimt. Also, man kann sich ja wirklich merken, wenn es in der 2D-Ansicht irgendwie nicht weitergeht, immer zuerst in die 3D-Ansicht wechseln und gucken, ob da irgendwas funktioniert.
Was haben wir denn hier? Brücke geschlossen. Ruber ist der Brückenwärter. Aber wo ist der Ruber? Vielleicht ja in diesem kleinen Häuschen hier. Versuch macht klug. Wir gucken mal rein. Hier ist erstmal gar keiner. Aber was ist das für... Da schwitzt wohl einer. Wie kam der denn dahin? Hey, hey, du kannst mich sehen. Unglaublich, ich drehe hier seit Tagen fast durch. Und jetzt kannst du mich sehen. Vor ein paar Tagen bin ich anscheinend auf der falschen Seite aus dem Bett gerollt. Nachdem ich mir einen Kaffee geholt hatte, wurde mir auf einmal schlagartig bewusst, dass ich in einer Paralleldimension gefangen war. Ich versuche schon seit Tagen, auf mich aufmerksam zu machen. Aber niemand bemerkte mich. Und in dem Moment, als ich schon fast aufgegeben hätte, siehst du mich. Du bist hier einfach so aus dem Nichts aufgetaucht. Und da hatte ich einen Einfall. Wenn du das kannst, kannst du mich vielleicht auch wieder zurückbringen. Stell dich einfach neben mich und wechsle in die 2D-Welt. Ich halte mich fest. Okay, das sieht echt aus wie wir, oder? Muss man mal so sagen. Ist da wohl ein Mario der früheren Zeit, der mit 3D gar nichts anfangen kann? Juhu, wir haben es geschafft. Alles ist wieder normal. Du hast mir da wirklich einen Gefallen getan. 3D ist nichts für mich. Mein Name ist übrigens Ruber. Freut mich, dich kennenzulernen. Sag mal, wie kann ich mich dafür bei dir erkenntlich zeigen? Da gäbe es etwas. Da draußen ist eine Spalte, über die wir müssten. Ihr wollt über die Spalte? Dann sprecht mir mit dem richtigen Mann. Aber ich muss euch warnen, man nennt den Pass nicht grundlos Unpassierpass. Ich kann nur bestimmte Personen dort hinüberlassen. Das ist mein Job. Deshalb bezahlen sie mich ja. Seid ihr sicher, dass ihr dort hinüber wollt? Na klar. Naja, ihr habt mich immerhin aus dieser Paralleldimension gerettet. Okay, ich stelle euch eine Frage und bei richtiger Antwort dürft ihr passieren. Hört sich das vernünftig an? Gut, dann kommt jetzt die Frage. Welche Farbe ist die männlichste überhaupt? Rot oder grün? Oder beide? Ich meine, was ist denn das für eine Frage? Das ist also die Passierfrage, ob wir darüber dürfen. Gut, also... Ich würde hier wohl rot sagen müssen, oder? Da hast du aber sowas von recht. Ich wusste es, wir beide liegen modetechnisch auf der gleichen Wellenlänge. Ich lasse die Brücke herunter, gib mir einen kurzen Moment. Und... Glück gehabt. Ich glaube, wenn wir was Falsches gesagt hätten, also grün oder beides, wären wir hochkant rausgeflogen, also das ist dann doch sehr unnice. Gut, das sollte es soweit gewesen sein. Seid vorsichtig. Alles klar. Da mal wieder hinaus. Also auch dieses kleine Abenteuer haben wir gemeistert. Vor allen Dingen haben wir dem Ruber, so heißt er glaube ich, aus seiner misslichen Lage befreit. So, was haben wir hier? Augenscheinlich ein kleines Dörfchen. Sehr gut. Und ein Pilz. Sehr gut. Ein Pilz für Mario ist immer gut. Hallo Fremder, woher kommst du denn? Vielleicht hört sich das blöd an, aber bist du nicht der legendäre Held? Du bist es? Puh, Glück gehabt. Ich habe hier drei Tipps für dich. Erstens, bist du in einer brenzligen Situation? Dreh dich. Zweitens, bemerkst du etwas Auffälliges? Dreh dich. Und drittens, steht dir der Sinn nach Erkundung, dreh dich. Das waren sie, jetzt weißt du Bescheid. Das habe ich eigentlich schon eben vor 2 Minuten gesagt. Man soll sich immer drehen. Aber nicht durchdrehen am besten. Schönen Tag. Na, schönen Tag auch. Wie geht's, wie steht's? Womit kann ich dir helfen? Wir schauen uns mal ganz kurz um. Wollen uns mal deine Auswahl hier ansehen. Feuerstoß. Grillgegner mit glühenden Flammen. Powerblock. Sehr teuer übrigens, ein Powerblock. Kennen wir auch schon aus Paper Mario, die Legende vom Eon-Tor. Gut, einen Pilzmix haben wir ja eigentlich schon. Wir holen uns mal einen Feuerstoß, einfach mal so. Kann nicht schaden. Spitze, damit hast du jetzt einen Ladenpunkt. Kann ich dich vielleicht noch etwas weiter begeistern? Nö, darfst du nicht. Okay, auf Wiedersehen. Die Ladenpunkte sind auch, glaube ich, in allen Läden gültig, also die... Können wir auch jetzt hier in Rohling. Ach, nicht in Rohling. In, na, wie heißt denn das? Wie heißt denn der Ort? Flipstadt, natürlich. In Flipstadt einlösen. Wer bist denn du? Vor tausenden von Jahren lebte hier eine hochentwickelte Zivilisation. Wir nennen sie den Clan der Ältesten. Sie haben auch diese Stadt erschaffen.
Der Bürgermeister sagt, dass sie geheime Räume und Tunnels gebaut haben. Sieh dich also genau um, man weiß nie, wo sich so ein geheimer Ort verbirgt. Alles klar. Lustigerweise verschiebt sich hier gerade auch das Bild, jetzt ist es wieder normal. Komisch. Von 4 zu 3 auf 16 zu 9. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme nachher nicht, muss ich mal gucken. Hast du das von der Dimensionstechnik des Helden gehört? Er wechselt auf Wunsch in eine andere Dimension und entdeckt geheime Dinge. Diese Blöcke neben mir sehen vielleicht normal aus, aber der Held würde hinter ihnen vielleicht eine versteckte Röhre finden. Bei Münzen funktioniert es ähnlich. Aus einer Münze werden plötzlich viele. Wenn du den Helden siehst, dann erinnere ihn besser nochmal daran. Ja gut. Wir werden es ihm ausrichten. Natürlich haben wir hier auch einen Block. Eine geheime Röhre, besser gesagt. Wie hätte es auch anders sein sollen? Und aus einer Münze werden viele. Das heißt, wir schauen mal ganz kurz. Natürlich. Haben wir hier gleich dreimal so viele Münzen, als wenn wir hier in der normalen 2D-Welt einsammeln würden. Also wir sind schon ziemlich reich. Okay. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Ratschläge der jungen Dame in die Tat umzusetzen. Bist du ein Reisender? Falls ja, hast du auch genügend KP-Items dabei. Du kannst bei Bedarf solche Items im Laden kaufen. Falls deine Taschen voll sind, kann er auch Items für dich lagern. Gut. Wissen wir auch Bescheid. Hier ist anscheinend nichts. Oder etwa doch eine geheime Röhre? Na. Ja gut, ein bisschen lapidar versteckt. Aber man muss erstmal drauf kommen. Schon wieder sehr schnell bewegende Steinblöcke. Also da kommt man so nicht dran vorbei. Aber auch hier ist es so einfach, wie man denkt. 3D und adios. Okay. Und hier ist anscheinend nichts. Oder vielleicht auch eine geheime Tür. Na sehr gut. Das sollte uns weiter voranbringen. Hoffen wir mal, aber ganz ehrlich, welches Geheimnis ist hier dann doch so halbwegs gut versteckt? Eine Falle? Oh nein, die Tür! Jetzt sind wir eingeschlossen. Das sieht doch fast aus wie eine Falle, oder? Skurril. Eine Truhe. Endlich frei! Wow, was ist denn das? Moment, wenn ich befreit wurde, dann kann doch dies nur der legendäre Held gewesen sein. Ich hatte ja Bedenken, als ich vor 1500 Jahren in diese Truhe gestopft wurde. Aber meine Ängste waren wohl unbegründet. Der Held ist erschienen. Bist du ein Pixel? Aber natürlich, ich bin ein Pixel und mein Name ist Wurfowitz. Bist du auch ein Pixel? Du kommst mir nicht wirklich bekannt vor. Bist du ein neueres Modell? Eine gute Frage eigentlich, oder? Tipi ist ein bisschen verschwiegen. Ist nicht wichtig, Details langweilen mich. Wichtiger ist, dass ich Ewigkeiten darauf gewartet habe, dem Helden zu helfen. Und glorreicher Tag, da bist du endlich. Nimm mich mit auf deine Reise. Du musst einfach. Du wirst hervorragend. Was für ein kurioser, skurriler, neuer Begleiter. Das Pixel Wurfowitz hat sich dir angeschlossen. Verwende ihn, um Objekte aufzunehmen und dann zu werfen. Das kannst du sogar während eines Sprungs tun. Mit mir an deiner Seite kannst du Objekte mit großem Elan greifen. Drücke einfach 1, um meine Fähigkeiten zu verwenden. Was diese 1 ist, fragst du? Mach dir keine Sorgen, jemand hat sich schon etwas dabei gedacht. Merke dir nur, dass ich Objekte und Gegner greifen und werfen kann. Greife mit 1 zu und drücke 1 erneut, um den Gegner oder das Objekt zu werfen. Nimm dir ruhig Zeit, um dich mit dieser Fähigkeit vertraut zu machen. Du wirst die Fähigkeit benötigen, um aus diesem Raum zu gelangen. Auf die Plätze, fertig, los! Also wir werden auf jeden Fall noch einige Pixels auf unserem Abenteuer kennenlernen und die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Kann man vergleichen wie die Begleiter, die wir in Paper Mario die Legende vom Äonentor hatten. Nur, dass sie uns halt im Kampf... Ja, wobei doch, auch hier können sie im Kampf helfen. Mit Wurfowitz können wir, wie gesagt, Gegenstände oder Gegner greifen und werfen. Auch im Sprung werfen. Hops! Und schon können wir wieder hinaus. Glorreicher Tag! Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Auf ins nächste Abenteuer! Sehr gut.
bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie viele von diesen kleinen, süßen Pixels uns noch begleiten werden. Aber das werden wir ja gemeinsam hoffentlich rausfinden. So, aber jetzt wieder zurück. Das restliche Dorf erkunden und durchschreiten. Wir konnten ja schon ein, zwei Geheimnisse lüften hier. Aber das reicht uns noch nicht. Wir müssen weiter in Richtung reines Herz. So, und das eine Haus fehlt uns hier noch. Na, wer ist denn das? Wer ist da? Ich bin der Weise hier, also pass auf. Was willst du überhaupt? Und trampel nicht auf den Teppich herum. Wir hatten gehofft, die Stadt passieren zu können. Von hier ab kommt nur noch Wüste. Da gibt es zwar einen Schatz, aber mit dem Sand, den ihr im Getriebe habt, gibt es für euch nichts zu holen. Deshalb wurde diese Stadt gebaut, um den Schatz vor Leuten wie euch zu schützen. Ihr könnt also nicht passieren. Seht ihr den kleinen Mann in meinem Hand? Wisst ihr, was er sagt? Pass auf! Also gebt auf! Hä? Was? Du bist ein Held? Schwachsinn! Wärst du das wirklich, hättest du einen Pixel in der Form meiner Hand. Hättest du es, würde ich dir vielleicht glauben. Ich sehe aber keins. Pass auf! Wie? Du hast es? Natürlich hast du es, war doch klar, deshalb bist du ja auch der Held. Ich sage Gruber Bescheid, er wird alles in die Wege leiten. Sehr gut. Hallo Gruber? Ich bin es, pass auf. Ich hab pass auf gesagt, pass auf! Pass auf, nicht pass auf. Dieser Held will über die Brücke. Ja, ich hab ihm von Schutt erzählt. Ja, aber das bleibt unter uns. Lass den Bärtigen ruhig durch. Geh von meinem Teppich, sprich mit Gruber auf der Stadtgrenze, pass auf! Dann kann ich jetzt wohl in Rente gehen, meine Arbeit ist ja jetzt getan. Halte in der Wüste deine Augen nach Ruinen auf. Der Schatz ist dort, allerdings auch diverse Monster. Pass also auf! Was für ein kurioser alter Mann, aber irgendwie auch sympathisch, oder? Das ist aber bei vielen Charakteren hier so. Alle ein bisschen skurril, aber auf ihre Art und Weise auch sympathisch. Außer der Knickwitz. Hast du schon gehört? Es gibt die Idee, unsere Stadt in Heroinstadt umzubenennen. Und das aufgrund einer Legende, nach der die Helden nach der Rettung der Welt hier erscheinen werden. Die Helden werden kommen. Unglaublich, oder? Vielleicht sollten wir sicherheitshalber ein Schild aufstellen. Ah, sehr gut. Brücke geschlossen. Der Gruber ist Brückenwärter und... Mit dem hat der Bürgermeister doch eben telefoniert. Mit seinem hochmodernen Handy. Also, sollte er uns eigentlich helfen und, oh Wunder, nach wer oder nach wem schaut der denn hier aus, oder? Also, das ist da wohl auffällig. Onkel, pass auf, hat mich angerufen, du bist also dieser Held, nicht wahr? Weiter so, ich lasse die Brücke auf der Stelle für dich herunter. Sehr gut. Das heißt, wir dürfen weiterreisen. Na, geht doch. Darf ich etwas fragen? Grün oder rot? Welche Farbe ist dir besser oder lieber? Ich glaube, es ist ganz egal. Also ich sag mal grün. Hey, du trägst rot. Diese Lüge durchschaue ich. Und... Scheiße. Autsch. Ja. Wie ich vermutet habe, es war total egal, was wir da sagen würden. Er wird uns eh nicht glauben. Was wir sagen, ist es verkehrt. Aber gut, Hauptsache, wir können weiter und ihr seht es schon. Das Ende des Kapitels ist erreicht. Ich sage dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.